liebe Freunde des Kieler Hafens, liebe Gäste, schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ist ein bisschen Rummel hier um uns rum, aber ich glaube, Sie können mich hören. Wir haben eine tolle Kulisse zusammen mit TUI aufgebaut heute. Ich glaube, mehr kann man nicht erwarten für eine Abwasserentnahmeanlage. Also allen Ehren auf diese Anlage. Wir werden dieses Jahr 140 Anläufe, Kreuzfahrtanläufe in Kiel haben. 90% davon finden hier am Ostseekai statt. Insofern können wir zukünftig 90% der Schiffsabwasser von Kreuzfahrtschiffen hier entgegennehmen und fachgerecht klären. Ich wurde eben schon von der Presse gefragt, was haben wir hier eigentlich gemacht. Bisher konnten wir 30 Kubikmeter annehmen. Zukünftig können wir 300 Kubikmeter pro Stunde annehmen. Das ist ganz entscheidend für beide Liegeplätze. Wenn man sich vorstellt, dass an Bord ungefähr bei diesen Schiffen 500 Kubikmeter pro Tag entstehen, können wir also locker die Tagesmenge entgegennehmen. Diese Anlage zur Schiffsentsorgung ist, glaube ich, die erste, die in diesem Stil hier fertiggestellt wird. Und heute hier bei der Einweihung sein zu dürfen und die Grüße der Landungshütte zu überbringen, mache ich ausgesprochen gerne. Für mich ist auch ein Stück Abschluss damit verbunden, weil ja, Sie haben es gesagt, ein Arbeitskreis entstanden war. Schiffsentsorgung immer gut ausgelastet sein möge. Das wünsche ich mir. Das hat damit zu tun, dass der Seehafen seine Bedeutung hat. 140 Schiffsanläufe ist ja was. Und der zweite Wunsch ist, den ich habe, dass das, was hier Pflicht für die Ostsee ist, dass die Schiffe ausgerüstet sein müssen mit Abwasseranlagen, weltweit zur Pflicht wird. Ich glaube, die Generation nach uns, die alle darauf angewiesen sein werden, auf saubere Meere, werden uns danken. Und ich glaube auch, und das war jedenfalls das, was ich so auch in der Diskussion kennengelernt habe, auch die Reedereien sind nicht ganz böse drum. Wenn einheitliche Vorgaben gelten, dann ist es in der Konkurrenzsituation einfach. Mögen diese Wünsche in Erfüllung gehen. Viel Spaß mit dieser Anlage. Danke. Wir haben einen unglaublich erfolgreichen Seehafen, was die Fähren, was die Kreuzfahrer angeht. Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns über touristischen Effekte und es ist immer noch so, dass wir eine sehr hohe Akzeptanz auch bei den Kielern und Kielern haben, die über die großen Pötte sich freuen und staunen und jeder freut sich darüber. Und das soll ja auch so bleiben. Und ich glaube, es ist richtig und wichtig, man merkt das ja, dass der eine oder andere jetzt fragt, ja, wie ist denn das, was geht eigentlich ins Wasser, was geht in die Luft und wie können wir mithalten, wie können wir diesen großen Erfolg, die immer größeren Schiffe eigentlich so in die Stadt bekommen, dass auch die Umweltaspekte für alle gut geregelt sind. Wir brauchen Standards, die für alle verbindlich sind, aber ich glaube, es steht uns gut an, immer auch zu gucken, wo können wir mehr tun, wo können wir vorangehen, ohne unseren Wettbewerb zu schädigen, aber gleichzeitig das Signal zu setzen, die Akzeptanz unter Umweltgesichtspunkten ist genauso wichtig wie der ökonomische Erfolg und am Ende hängt eben auch beides eng zusammen. Mit dieser Abwasseranlage nimmt der Seehafen viel Geld in die Hand und das zeigt, dass wir uns das eben auch etwas kosten lassen, vorne an zu sein. Wir werden in den nächsten Jahren, glaube ich, viele Diskussionen haben in Kiel und international. Was ist mit Landstrom, was ist mit LNG, wie werden die neuen Generationen von Kreuzfahrtschiffen eigentlich gebaut? Wie werden die ausgestattet? Das wird nur nach und nach gehen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf genau hinzugucken und dass wir das in Kiel tun, das zeigt eben auch diese Anlage und deswegen steht sie eben auch nicht nur für sich selbst, sondern auch dafür, dass wir bei diesen Punkten immer vorweg gehen wollen und dass wir diese Diskussion genauso ernst nehmen müssen. Denn wir wollen ja nicht nur 140, wir wollen ja irgendwann 200, 250 Anläufe pro Jahr haben. Und dann muss man auch darauf eine Antwort haben. Im Namen von TUI Cruises möchte ich mich bedanken, dass Sie uns hier als Partner für diese ganz wichtige Veranstaltung angenommen haben. Wir haben ja zwei schöne Kulissen hier, mit zwei schönen Kulissen beigetragen. Unsere neue Schiffe, neueste Schiff hier, jüngste Mitglieder, TUI Cruises Flotte, mein Schiff 6 und unser erstes Schiff in dieser Serie, mein Schiff 3, sind beide hier. Und das ist ein Beweis dafür, dass wir hier in Kiel oft anlaufen und Kiel ist ja in Sommerzeit eine von unseren wichtigsten Häfen. So eine Anlage, was Sie hier jetzt geschafft haben, auf diese Ding haben wir schon lange gewartet. Also es geht nicht nur hier um Kiel, sondern auch in viele Häfen, aber Sie sind jetzt hier in Kiel ein Vorbild mit dieser Anlage, weil für uns ist es ja wichtig, dass wir unsere Abwasser
auch in richtigen Art an Langlebig liefern können. Ostsee ist ja ein ganz, ganz empfindlicher Bereich und auch wenn wir an Bord ganz gute Kläranlagen haben, wir haben ja die modernste Anlage, was man jetzt haben kann auf Schiffe, aber trotzdem wollen wir Wasser nicht ins Meer lassen, sondern wir wollen das so weit wie möglich an Land liefern. Und diese Anlage macht es jetzt für uns möglich, dieses Abwasserwasser hier an Land zu liefern. So, dazu ein großes Dankeschön. In Ostsee wollen wir ja nichts in Wasser pumpen und deswegen ist so eine Anlage etwas ganz, ganz Tolles für uns. Das macht es auch viel einfacher für uns, dann unsere Routen zu planen, wenn wir dann wissen, dass wir hier in Kiel unsere Grauwasser entsorgen können. So, von meiner Seite und von TUI Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Anlage hier gebaut haben. Es macht alles für uns viel einfacher und wir können dadurch natürlich unsere Umwelt schützen. Und das ist für uns alle immer wichtiger und wichtiger, dass wir das machen können. Und besonders hier Ostsee, die so ein empfindlicher Bereich ist. Dankeschön. Die Schiffe, die hier anlegen, geben eigentlich ihr Abwasser ab, kann man sich so vorstellen, mit einer Art Feuerwehrschlauch, dann schließen die das an. Und mehr bekommt man da als Außenstehender eigentlich nicht mit. So soll es eigentlich auch sein, denn um den Rest kümmern wir uns ja hier. Dieses Abwasser, das haben unsere Tests gezeigt, also wir haben das vorher entsprechend mit dem Port gemeinschaftlich dann auch analysiert und ingenieurtechnisch dann betreut, hat gezeigt, dass es ganz bestimmte Eigenschaften hat. Diese Schiffsabwässer sind nämlich jedes Mal anders. Wir nutzen die Eigenschaft des Ozons, weil es sehr reaktionsfreudig ist und sehr gut mit diesen Sulfiden und Schwefelwasserstoffen reagieren kann. Das heißt, wir holen alles, was an Sulfiden in diesem Abwasser bereits drin ist, hier an Ort und Stelle raus, damit es später im Zulauf der Stadt keine Probleme mehr bereiten kann. Und jetzt ist es ja natürlich hier gebündelt unter der Erde und wir müssen es irgendwie behandeln. Da kommt dann das Ozon ins Spiel, es reagiert, da entstehen rein unschädliche Stoffe und der Rest wird dann entsprechend abgesaugt. Man sieht das dann hier hinten auch in den entsprechenden Animationen, wir haben da mal was vorbereitet. Und wird dann entsprechend in dem Container nochmal gefiltert und dann haben Sie eigentlich komplett reine Luft. Auch da ist nochmal Messtechnik verbaut, um das Ganze zu kontrollieren. Haben Sie entsprechend reine Luft, die dann abgegeben wird. Das ist ein Pfeil drauf. Ist das die richtige Richtung? Ja. Man hört es.